Hol den nochmal runter! Und plumps! Also fallen tun sie schnell. Wenn man sie dann mal... Okay, das war's schon wieder hier, oder was? Okay. Ich suche die Teile jetzt nicht, die machen wir halt über Zeit. Der Vogelschau, haben wir hier oben was? Nein. Nehmen wir Abkürzung. Ach, das ist ein Noppon. Dachte, das ist was zum Einsammeln. So, dann geben wir erstmal noch kurz der Farbe ab. Who's this? Ah, unsere Kleidung ist wieder da. Unsere Textilkrise ist beendet. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ja, war der Mühe wert. Wir Alten und Kinder hätten sie unmöglich zurückholen können. Wir verdanken euch viel, herzlichen Dank. Nehmt dies als Zeichen unserer Anerkennung. Was? Grandios Rüstung, grandios Leggings. 950 Geld und 300 EP. Nehmen wir. So, sonst haben wir hier gerade nichts, dann müssen wir... Na, wo ist sie? Ah, da ist er. Oh, dich wollte ich nicht. Entschuldigung, Anna. Es gibt einen Jungen, den ich mag, aber ich sag euch nicht, wer das ist. Okay. How's it going? Kein Zweifel, das hier sind echte Schafbären. Genau das Richtige. Nun muss ich nur noch die Farbe anmischen. Das sollte recht schnell gehen. Bitte habt einen Moment Geduld. Das wär's, fertig. Und die Menge sollte ausreichen. Werdet ihr so freundlich die Farbe zu Matriona bringen? Zubringen? Ach, ich sollte euch wirklich nicht ständig um Gefallen bitten. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt von mir. Nö, überhaupt nicht. Nun, ich schreibe dann mal weiter an meiner Geschichte. Matriona! Guten Tag. Me. Genau du. Hm? Ihr habt etwas für mich? Ein Brief und Farbe von Ivan? Danke, die Farbe werde ich brauchen. Ivan ist wirklich eine sehr aufmerksame Person. Ich hatte ja meine Bedenken, aber er ist wirklich in Ordnung. Ich werde alles geben, um mit ihm ein tolles Bilderbuch zu machen. Wenn es fertig ist, sollen alle es lesen, nicht nur Parma. Kader, reichst du dich hier schon wieder an? Das sage ich mir in letzter Zeit dauernd. So motiviere ich mich, noch härter daran zu arbeiten. Bitte richtet Ivan meinen Dank aus. Alter, der steht da! Wirklich, Matriona hat sich gefreut? Und auch ich habe zu danken. Dank eurer Hilfe kann ich wieder positiv in die Zukunft blicken. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Schalk. Ich war ja auch nicht allein, ihr alle habt mir ja geholfen. Ich weiß jetzt, woher die aus Xenoblade 2 die Sprüche genommen haben. Nur euch ist es zu verdanken, dass ich wieder schreiben kann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Bitte nehmt dies hier als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Was kriegen wir? Ein Kalkgreif? Dank Matriona, dank Ivans neuer Schaffensfreude hat sich seine Beziehung zu Matriona verbessert. Ein Kalkgreif. Alter, ich sehe doch hier Matriona wirklich. Nee. Hey, es gibt Neuigkeiten. Das Bilderbuch für Parma ist fast fertig. Es ist noch nicht perfekt, aber seht es euch schon mal an.
Die Geschichte geht ungefähr so. Ein Flussgeist gewährt dem einsamen jungen Paar mal einen Wunsch. Okay. Flussgeist, wo bist du? Huch. Hilfe, Pama ertrinkt. Hilfe. Pama. Er meinte, es sei gefährlich, weil er allein zum Fluss gehen könnte. Jetzt, wo ihr es sagt, stimmt. Dann zeichne ich statt des Flusses einen ungefährlicheren Ort. Aber dafür brauche ich einen Teichtropfen. Beim Seraguel. Einen Teichtropfen. Machen wir. Teichtropfen ergeben eine Farbe, die nicht mit anderen zerfließt. Hier in der Gegend sind sie sehr selten. Aber vielleicht findet ihr einen beim Seraguel? Oh, wenn es mir nur endlich besser ginge, Arda. Ich brauche Medizin, um mich wieder um Pama kümmern zu können. Arda? Warum sehe ich jetzt Arda? Alles in Ordnung? Passt auf euch auf, ja? Es ist wirklich eine tolle Idee, Pama ein Bilderbuch zu schenken. Ich bin so besorgt um ihn, weil er mit niemandem mehr reden will. Ach, könnte ich doch nur mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber meine Gesundheit spielt da einfach nicht mit. Mir geht es täglich schlechter. Dabei brauche ich nichts weiter als ein Heilkraut. Hätte ich doch nur nicht meine Medizin verloren. Sammle bei der Grotte der Stille auf dem Bein des Bionis ein Heilkraut. Oh. Wow, wir kriechen überm Boden. So, könntet ihr euch mal hinter mich gesellen? Aber gibt es ja irgendwo einen Fotomodus? Nee, oder? Systemmenü. Option. Kamera. Neigungskorrektur. Was ist Neigungskorrektur? Wähle, ob die Kamera sich bei geneigtem Boden anpasst. Nein. Text, Bildschirm. Helligkeit, Spielanstellungen. Es gibt keinen. Schade. Oder so Interface ausblenden wäre cool. So, jetzt gehen wir mal kurz googeln. Was haben wir denn da gerade gekriegt? Hat denn eher so Stufe 19 Item Details. Ja, steht hier wieder nicht. Toll. Er hat das da. Haben wir nichts Höheres. Nein, falsch. Haben wir denn da mal neue Waffen gekriegt? Oh, guck mal. Oh, alter Vater. Plus 5 Crit Rate. Den nimmer. Nein, nicht den. Da will ich hin. Oh, Max KP. Einen habe ich noch. So, da haben wir doch mittlerweile was. Ja, den da. Mittel plus 13 minus 2. Aber da haben wir auch keinen Sockel drin. Nehmen wir doch mal den da. So, Pistis. Da hat sie den da. Nee, der passt mir so. Haben wir denn da auch Mittel? Minus 2 Äther Abwehr. Aber plus 5 Physical. Können wir doch mal machen, oder? So, Höschen. Ja, die wäre cool, aber
Ja, Tempo drin, ne? Da ist kein Sockel drin. Scheiße. Tschüchen. Warum finde ich immer nur... Ah, hier mal leicht. Tempo. Ah, die sind fest. Warte mal, Tempo, Wir tun da mal beim Tempo 3 drin, wir tun mal Strange rein. Ha, doch Hexdraht, der steckt sich. Wo war mein Tempo wieder? Da ist Tempo. Haha, der steckt sich. So muss das sein. Okay. Talentbäume, das lassen wir mal. Da wollte ich rein. Stufe. Oh. Da haben wir ein bisschen was. Gut, leichte Heilung, die lassen wir jetzt mal. Lufthieb. Das war der seitliche, ne? Treffer von der Seite, genau. So, Rückschlag, das war der auch von... Ne, wo war denn der? Abwehr, Seite... Das war der von hinten. Rückentreffer, Schaden mal 2, genau. Nehmen wir den da mal. Oh, der geht aber gut hoch. So, dann nehmen wir den da. Ja, die benutze ich sehr häufig. Der da war Treffer schwanken und der war auch seitlich. Den benutze ich auch recht häufig. Dann hauen wir den da nochmal hoch. Dann hauen wir den auch nochmal hoch. Ha, easy. So, der hat 2,7. Bei ihm habe ich halt keine Ahnung mehr. Hammerschlag, der macht Angriff, den sollten wir auf jeden Fall mal hochpowern. Ey, warum geht da noch nicht mehr? Schiss. Knochenhaken versetzt dem Gegner einen gewaltigen Schlag. Spezialanzeige 16% beim nächsten, dann nehmen wir den auch mal. Kriegsschwung, alle Feinde in Reichweite. Spezial, oh, ging aber nicht höher, okay. So, Schwertramme, Stoß mit der Waffenspitze, der großen Schaden zufügt. Nehmen wir denn den... da geht die Ding runter. 82, was haben wir denn da noch? Niederschlag. Zielt auf die Füße des Feindes, um ihn umzuwerfen. Wirft schwankende Gegner um. Den haben wir mal hoch. Oh, aktuelle TP 3, okay. Oh, hat sie viel. Heilschuss. Den haben wir mal hoch. Heilsalve. Geschoss mit Heiläther, dass die KP eines Gefährten stark heilt. Den haben wir auf jeden Fall auch hoch. Dann würde ich sagen, gehen wir beide nochmal ein hoch. Heilschrot. Der die KP aller Gefährten heilt. Der ist auch wichtig. Reinigungsschuss. Hilft Schwächungen, verleiht kurzzeitig Schwächungsimmunität. Hauen wir den noch einmal hoch und dann war es das auch schon. Was haben wir denn hier noch? Warum haben wir hier noch einen? Hat der schon wieder... Ach, der hat schon wieder neu gekriegt, oder was? Aura, die Abwehrkraft opfert, um die Angriffsstärke zu steigern. Das ist ganz schlecht. Für den Tank ist das ganz schlecht.
Aber dann würde der Sinn machen. Aber gut. Haben wir erstmal. So, win-win. So, dann haben wir nur gesagt. Ist hier noch weiter. Lass doch mal da reingucken und dann da weitergehen. Ich bin nicht neugierig, ich will es nur wissen. Ein leidiges Thema in Roleplay-Games. Nur mal kurz gucken. 8 Stunden später. Progress 0,00. Ich glaube, mein Chat ist eingeschlafen, hä? Oder alle davongelaufen, kann auch sein. Ist bei JRPGs tatsächlich öfter der Fall, weiß nicht warum. So, ihr seht mich nicht, alles schick. Kinder nehmen wir mit, Himmelsrinde. Nein, das ist sowieso, die Sammel-Items, die verkaufe ich im Normalfall sowieso nicht. So, dann war hier oben, war, da war die Höhle. Hat das hier gerade kurz gehakt? Bin ich uncool. Du bist schon wieder da. Bam! Nice one! Was mit den Harmoniemünzen habe ich auch nur noch. Ist nicht so ganz raus. Hallo, nicht mich. Ich bin nicht Tank. Mach mal das. Hoppala. Ja, genau. Nicht zu mir drehen. Oh Mann. Was tut da mal drauf, du Depp? Und bam! Was? In your ass! Hast du jetzt davon? Spinn, Klebefaden, dünnes Käferbein. Spinn, Klebefaden, Schalllanze, kleiner Spinnkristall. Und Spinnklebefaden und dünnes Käferbein. Was macht denn bitte eine Spinne mit einem Käferbein? Oh, die brauchen wir. Machen wir gleich. Rostiger Bolzen, rostiger Bolzen. Kleiner Elektrokristall. Seid ihr jetzt wieder aggro? Ne, jetzt nicht. Hallo, kommst du mal runter jetzt? Easy. So muss das laufen hier. Fledereckzahn, zwei kleiner Flederkristall. Bruchschnabel. So, wollte ich gerade sagen, da war doch nur einer. Ey, kommst du mal da runter? Warum wieder ich? Blödes Mistviech. Bruchschnabel, das war das falsche Item. Doof gelaufen. So, lauf doch hier doch schon mal hin, okay? Ich guck mal zu, wie ihr das so macht. Oh,
Also wir brauchen definitiv für ihn da brauchen wir andere Waffe. Ich hatte eigentlich nicht vor, hier Tank zu spielen. Ich bin DD. Oh, Training hier. Oh, was gibt's denn hier alles? Oh, okay, wir kommen hier. Kommen wir da vorne hoch? Oder kommen wir nur hier? Ne, wir kommen nur auf die Höhle hier rein, ne? Jetzt bin ich ja neugierig. Ein Truthahn. Okay. Hat Krieg da hin, oder? Nicht auf mich! So. Truthahnfeder, Jägerstulpen, kleiner Truthahnkristall. Bin ich da, ich bin nicht da. Oh oh. Ah, das war der Verkehrte. Dann machen wir den da. Alter, könnt ihr hier, falsch! So, einen nach dem anderen weghauen hier, nicht alle irgendwo. Ich hab doch keine Ahnung hier. Komm, fall um, du Nächste, will du. Ah, Kinder. Und in your ass. Scheiße. Oh, wir leben noch. Oh, ich sollte vielleicht mal hier, hä? Hör mal, darf ich da auch draufhauen? Ey, ihr will nicht abhauen! Easy. Eigentlich wollte ich mich ja durchsneaken, ne? Hat super geklappt. Truthahnkamm, Dampframme, kleiner Truthahnkristall. Abgenutzte Waffe. Truthahnkamm, Jägerstiefel, Quarzrüstung. Dann hol ich den jetzt aber auch noch. So, oh, da oben haben wir was. Guck da mal. Das ist rot, das ist irgendwas für eine Quest. Der Zufall richtigen Weg gefunden. Du hast die Bitte der Lagerbewohnerin erfüllt. Das Andenken an ihren Freund ist wieder da. Ah, das war das, okay. So, da müssen wir dann hin. Scheiße. So war das nicht geplant. Entschuldigung. M24 Speer. Jetzt wird's lustig. War der Verkehrte. Guck mal auf das Level von denen, die haben Level 12. 15.
Aber die machen ja keinen Schaden, das machen nur ich Schaden. Weil ich gerade so dämlich war und den Falschen erwischt hab. So, den brauchen wir. Oh, da haben wir einen erwischt. Genau. Ah, easy. Okay, let's get going. Alte Drehachse, Dampframme, Quarzrüstung. Und ist da doch noch einer da? Nein, ich meine jetzt vom, ist halt vom Ding her, ne? Weil ich, da muss ich halt den Buff da machen vom, Hau drauf! Bam! Und schon habe ich die Agro. Wo rennt ihr hin? Ach, Hammer! Easy. Hey, don't hog all the glory. Everyone, let's go. So, dann machen wir den da. Hätte man immer braucht, egal. Mechon Rost S. Komm, hau den weg. Easy. Weil auf die Mechon mache nur ich Schaden oder wenn ich den Buff mache. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Ich bin ja nicht neugierig, ich will es nur wissen. Was ist das da? Alles klar. Ein zweiter Geheimpunkt, du cheatest doch. Na, bist du zweit genug, kann ich dann mal mit der Story weitermachen, ja? Jetzt tu dich mal um. Ja, aber mit dieser Schwertattacke machst du bei den Low-Level-Dingern so viel Schaden, die machst du locker solo, vor allem weil sie ein AOE ist. Ja. Man muss taktisch vorgehen. Problem bei mir ist tatsächlich, sonst gewöhne ich mich dran. Und dann wird's eklig. Weil später klappt das nicht mehr und dann muss ich es aber machen. Warum haut der mich schon wieder? Wozu kommt das immer hier? Komm, hauen doch weg. Alte Platine, kleiner Erdzylinder und Legarschmuck.